TH Barbecue mit Herzglut grillen. Jetzt geht's los. Ich mache heute einen Krustenbraten vom Schweinerücken. Für diesen Krustenbraten braucht man gar nicht so unglaublich viele Zutaten. Einen Schweinerücken, Fleur de Sel und den Hashtag Smoke von den Sizzle Brothers. Mit dem Hashtag Smoke Rub werde ich alle Seiten des Fleisches würzen, die keine Schwarte haben. Die Schwarte kriegt nachher noch eine extra Behandlung. Der Schweinerücken ist eigentlich ein recht mageres Stück Fleisch. Man kennt es von diesen kleinen, dünnen Minutensteaks. Mit Fettauflage und Schwarte ist es allerdings ein genialer Krustenbraten. So, und wenn ich jetzt hier die letzte Seite noch einrappe mit dem Hashtag Smoke, von dem ich mir vor allen Dingen diese schöne Rauchnote erhoffe, dann sind wir auch schon mit dem Rub durch. Und für die Schwarte gibt es dann Fleur de Sel. Ich habe mir vom Metzger das Ganze schon einschneiden lassen. Man kann das auch selber einschneiden, ganz klar, mit einem scharfen Messer geht das schon, aber hier habe ich es mir jetzt mal einfach gemacht. Und jetzt ist es wichtig, mit den Fingern dieses Fleur de Sel wirklich ordentlich in diese ganzen Ritzen hier von der Schwarte reinzudrücken. Das hilft nachher, dass das schön aufpoppen tut. Dann geht's an den Grill. Links und rechts ein Kohlekorb, darunter eine Tropfschale mit etwas Wasser. Dann noch einen Temperaturfühler ins Fleisch, schön mittig platzieren. 65 Grad Kerntemperatur möchte ich gerne erreichen. Ich führe das Kabel dann meistens hier durch die Lüftungsschlitze im Deckel in mein Maverick Funkthermometer. Und bei 150 Grad hat das Ganze dann ungefähr so knapp 2 Stunden gedauert, bis wir die 65 Grad Kerntemperatur erreicht haben. Und dann sah das gute Stück so aus. Ihr seht, es ist schön braun geworden, aber die Schwarte ist noch nicht so, wie wir das eigentlich möchten, nämlich schön aufgepoppt. Und jetzt kommt der Trick, nämlich ich habe mir einen Luftleiter organisiert. Das ist so eine Art Heißluftföhn, mit dem kann man auch einen Grill anzünden. Aber seht mal, was der mit der Schwarte macht. Die heiße Luft sorgt dafür, dass die Schwarte jetzt so richtig aufpoppt, wie Popcorn eigentlich. Andere Seite auch nochmal, noch hat sie nur eine schöne Bräunung und jetzt verwandelt sie sich in eine herrlich knusprige Krustenbratenschwarte. So, genug aufgepoppt, jetzt kommt das Stück aufs Brett und kann angeschnitten werden. Super saftig innen drin, die Schwarte richtig schön aufgepoppt. Das war mein Video zum Krustenbraten vom Schweinerücken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt mir gerne einen freundlichen Kommentar, gebt mir einen Daumen nach oben und wenn ihr noch nicht Abonnenten meines Kanals seid, dann lasst mir gerne auch ein Abo da. Tschüss und bis zum nächsten Mal.